Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Die von der Regierungskoalition beabsichtigte neuerliche Diätenerhöhung werden wir ablehnen. Wir sind als FDP der Überzeugung, dass diese Regierungskoalition ein wirklich erstaunliches Maß an Lebensfremdheit und Abgehobenheit hier zeigt. Zusammen etwa 15% Erhöhung der eigenen Bezüge, während man Rentnerinnen und Rentnern, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern erklären soll, warum sie mit weniger Geld zurechtkommen müssen. Das ist abgehoben, das ist nicht unser Weg. Es zeigt, dass wir ein anderes System der Politikerbezahlung brauchen. Diese Diskussion, wie sie jetzt läuft, ist durch einen Fehler im System der Politikerbezahlung hervorgerufen. Wir wollen, dass Politiker anständig bezahlt werden, aber dann sollen sie auch fürs eigene Alter vorsorgen, selbst vorsorgen, so wie jeder andere Freiberufler das auch tun muss. Diese Art und Weise der Diätenpolitik der Großen Koalition ist abgehoben. Es wird die Politikverdrossenheit vergrößern und es wird unterm Strich auch dazu führen, dass die Bürgerinnen und Bürger kein Verständnis mehr dafür haben, was hier in Berlin geschieht und diskutiert wird. Ich will noch etwas zu zwei anderen aktuellen Fragen sagen. Kein Problem, aber ich wollte nur nicht, dass es in der Nase landet. Noch etwas zu den anderen aktuellen Fragen sagen. Die Steuererhöhungspartei CSU wird in den nächsten Monaten regelmäßig Gelegenheiten haben, sich zur Steuersenkung zu bekennen. Das, was die CSU jetzt konzeptionell an Steuersenkung vorschlägt, werden wir im Deutschen Bundestag als FDP zur Abstimmung stellen, damit die CSU sich dann entscheiden kann, ob sie weiter Steuererhöhungspartei sein will oder einen neuen Weg eingehen möchte. Bisher ist diese Steuererhöhungspartei CSU dadurch aufgefallen, dass sie gemeinsam mit SPD und CDU die Steuern immer weiter nach oben geschraubt hat. Diese Regierungskoalition hat die Bürgerinnen und Bürger abkassiert, wie noch keine Regierung zuvor. Wenn die CSU als Steuererhöhungspartei jetzt behauptet, sie wolle die Steuern senken, dann kann sie beweisen, dass das mehr ist als nur ein Wahlkampfmanöver, weil ihre Umfragen in Bayern im Keller sind. Sie wird im Deutschen Bundestag gezwungen werden, in namentlichen Abstimmungen sich zu den eigenen Vorschlägen zu bekennen. Wir als FDP werden das beantragen und dann werden wir ja sehen, wie viel davon Geblubber und Blase ist und wie viel ernst gemeint ist. Die Bürgerinnen und Bürger werden in jedem Fall noch vor der bayerischen Landtagswahl eine gute Gelegenheit haben, nachzuvollziehen, wie ernst es die CSU meint mit Steuersenkungen, nachdem sie jetzt sich jahrelang als Steuererhöhungspartei betätigt hat. Noch etwas zu dem aktuellen wichtigen Thema des sogenannten Nationalen Sicherheitsrates. Auch dazu eine kurze Bemerkung. Das, was die Union hier plant, ist die Einführung amerikanischer Verhältnisse in Deutschland. Das ist etwas, was wir nicht wollen. Wir sind der Überzeugung, dass man die Sicherheit eines Landes verteidigen muss, aber wir wollen gleichzeitig, dass es bei bewährter Rechtsstaatlichkeit in unserer Republik bleibt. Und dazu zählt auch die klare Trennung von innerer und äußerer Sicherheit. Wir wollen nicht, dass die Bundeswehr eine Art regelmäßige Hilfspolizei in unserer Republik wird. Amerikanische Verhältnisse überzeugen uns an der Stelle überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, wir haben eine andere rechtsstaatliche Sensibilität. Gibt es von Ihnen noch Fragen? Herr Gerhard, bitte sehr. Ich kann mir das nicht erklären, warum die Union jetzt mit einem solchen Papier, mit einer solchen Strategie kommt. Ich bin ziemlich ratlos und verstehe auch nicht, warum die Union diesen Weg gehen möchte. Ich vermute, es hat irgendetwas mit parteitaktischer Profilierung zu tun. Der Sache dient es nicht. Wir sind seit dem Zweiten Weltkrieg gut in dieser Republik damit gefahren, dass wir innere und äußere Sicherheit streng getrennt haben, dass wir eine Polizei haben und dass wir eine Bundeswehr haben, aber dass diese Aufgaben nicht vermischt werden. Und ich verstehe deshalb nicht, warum die Union
in Anbetracht unserer jahrzehntelangen, guten, ausgewogenen Geschichte in Deutschland jetzt ohne Not wirklich tragende Verfassungsgrundsätze über Bord werfen möchte, wie ich ohnehin den Eindruck habe, dass auch die ideologische Färbung dieses Papiers ein ziemlicher Irrtum ist. Hier wird ein kriegsrechtsartiger Zustand herbei und heraufbeschworen, in dem wir uns nicht befinden und den wir auch nicht herbei konstruieren sollten. Der SPD-Chef Beck kündigt nun auch ein Steuerkonzept an für die Sozialdemokraten. Wie bewerten Sie diesen Vorgang? Ein Saulus nach dem anderen möchte gerne Paulus sein. Erst Herr Huber, dann Herr Beck. Mein Glück wäre vollkommen, wenn jetzt auch Frau Merkel noch über Steuersenkungen redet. Ich fürchte, das hat alles was mit Wahlkampfmanöver zu tun, aber nichts mit der Sache. Wissen Sie, der bayerische Löwe erinnert mich sehr an einen Cookie-Dent-Tiger. Die CSU hat als Löwe die dritten Zähne und nach der Wahl kommen die dann wieder ins Glas, damit sich auch ja keiner verletzen kann. Ich habe den Eindruck, dass die riesige Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger sieht doch, nachdem SPD, CDU und CSU 2,5 Jahre nur abkassiert haben, dass die jetzt als Steuersenker nicht glaubwürdig sind, das spürt doch jeder. Das hat was mit Parteipolitik, mit Wahlkampf zu tun, aber nicht mit ernst gemeinter Entlastung der Bürgerinnen und Bürger. Leider. Aber wenn jetzt auch die anderen Parteien, die bisher Steuererhöhungsparteien waren, sich mal daran erinnern, dass die Mittelschicht dieses Land trägt und das alles erarbeitet, dann freuen wir uns darüber. Im liberalen Himmel herrscht über nichts so viel Freude wie über bekehrte schwarze und rote Schafe. Dankeschön, vielen Dank.